Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit in den Wildpark Schwentinental. Der ist hier in der Nähe von Kiel und kostet keinen Eintritt. Man kann hier einfach durchgehen, kann sich Futter ziehen, was wir auch gleich erstmal machen werden. Kostet 1 Euro so ein Becher voll. Becher werden sogar recycelt. Und dann kann man hier die Tiere füttern und sich alles in Ruhe angucken. Das ist eine richtig, richtig gute Sache. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr habt hier auch die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Futterstationen. Einmal hier mit den Bechern hinter mir für 1 Euro. Da kann man die Becher halt auch wiederverwerten oder sogar quasi pfandmäßig zurückgeben. Oder ihr könnt natürlich auch klassisch euch hier für 1 Euro so eine Box kaufen, wo dann immer so eine Scheibe Knäckebrot mit drin ist und sowas. Aber ich finde letzten Endes diese Bechergeschichte, zumal man den Becher recyceln kann, ein bisschen besser. Oh, schon alles weggefuttert. Ja, du kriegst ja noch was. Gierig sind sie hier alle. Und du kriegst den ganzen Tag was. Ja, heute ist das hier auch relativ voll, so wie das aussieht. So. Ja, das reicht erstmal. Das reicht? Oh, seid ihr niedlich. Na? Du klaust mir gleich wieder den ganzen Becher, das kenne ich doch schon. Du kaust ja auch nicht, so wie Marley. Der schlingt auch immer nur alles weg. Hallo. Ihr seid ja süß. Und ich bin jetzt schon eingesaut, aber das macht nichts. Für euch alles. Na du Süßer, sollst du auch was haben? Sollst du auch was haben? Ja, ne? So, da ist auch noch was. Bitte. Das war alles. Ich bin noch so hungrig. Wasserhähne, zieh Hände waschen. Oh, du bist ja noch klein. Er schafft noch viel. Noch mal was? Oh, seid ihr flauschig. Ich hab nichts in der Hand gerade. Ich wollte nur mal streicheln. Oh, seid ihr süß. Seid ihr süß. Na, nicht mein Pulli ankauen. Das schottische Hochlandrind. Da hinten liegen sie und halten Siesta. Oh ja, der hat 4 Hörner tatsächlich. Soll das so? Ich kann mir vorstellen, dass das normal ist und dass sie nachher 2 Stück verlieren. Dazu habe ich zu wenig aufgepasst im Biologieunterricht. Oh, du musst nicht ganz durch. Komm, ich komme zu dir. Hm? Du Süßer, darf ich mal deine flauschigen Ohren streicheln? Oh. Auch ein paar etwas kleinere Tiere sind hier zu finden. Hi. Oh, du bist ja niedlich. Hi. Ihr seid alle voll süß. Hier gibt es auch noch ein Streichelgehege. Haben Sie schon alle nee.
Hier gibt es gerade keine kleinen Ferkel, die fliegen nicht so tief. Das letzte Mal hat die Mama ihre Ferkel immer weggeschleudert, wenn die trinken wollten. Das war voll Sünde. Öff, sagst du? Möchtest du was? Noch ein bisschen? Na, ihr beiden Süßen, wollt ihr noch was? Einmal für dich und einmal für dich. Schnell! Oh, und du kriegst auch noch mal was. Was ich lenke die anderen ab. Ja. Du lenkst die beiden ab und. Oh, was seid ihr bloß für Gierlappen? Wir sind garantiert nicht die Ersten, die euch heute füttern. Ich hatte es ganz langsam angefangen. Hier. Denkst du, kriegst was, ne? Dann kommst du angelaufen. Hier. Süßer. Noch einen Snack haben? Komm mal hier runter. Das ist einfacher für dich. Och, jetzt stehen auch noch die Babys auf. Na? Oh, seid ihr flauschig. Hi. Möchtest du auch noch einen Snack? Oh, ich glaube, ihr auch, was, ne? Hier spürt man den Unterschied. Das Schaf haut einen das weg. Und der Esel macht. Ist das niedlich hier? Du auch noch? Und wie süß seid ihr denn? Na, ihr kleinen Schlafschafe? Hm? Nicht mehr nur futtern, ne? Auch mal kraulen. Kraulen ist auch mal gut. Ja. Die schmeißt bald mit ihren Ziegenbabys, würde ich auch sagen. Ja, wie du groß und stark bist für deine Jungen. Wie unförmig das aussieht. Wie viele Ziegenbabys hast du da bitte versteckt, sag mal. Ich weiß nicht, wie viele eine Ziege gleichzeitig kriegen kann. Willst du da rein? 20. Aber es ist auf jeden Fall ein Volumen, was diese Ziege angenommen hat. Ja, komm, hier, komm, du kriegst noch was. Oh, komm, ihr kriegt doch alle was. Wir haben noch genug für beide. Ich will, dass die linke rechte die linke. Du hast noch was? Na, seid lieb. Weiter zurück kann ich nicht, da war ein Baum. Oh, Ziegenohren, die sind ja noch besser als Hundeohren. Ja? Oh. So,
So, wir sind jetzt nach einer guten halben Stunde durch hier im Wildpark Schwentinental und fix und alle, so wie das kleine Pony da hinter mir. Ich finde es hier immer wieder schön. Man zahlt, wie gesagt, keinen Eintritt. Man kann für 1 Euro einen Becher Futter kaufen. Wir haben 2 Becher verfüttert und uns ausgiebig ansabbern lassen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt auch mal Bock, hierher zu kommen. Wenn ihr auf der Durchreise seid zum Beispiel, bietet sich das ja sehr an. Und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich sage, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.